Ja, ich war in Securities, war mir ziemlich sicher, dass ich Itzu unten aus dem Vent gekommen sehen, war mir, also sehen habe, war mir aber nicht sicher. Hat Randy das gesehen? Ich habe schon wieder eine Leiche gefunden. Itzu ist gerade gewendet. Ab Alter, ins Dungeon! das. Oh, ich hab mich. Oh, jetzt habt ihr mich mit Ich zwei gewotet. Oh Gott, ey. Ach, ey. Ernsthaft? Mahlzeit! Heute gibt's wieder Runde Morgenass für euch und jetzt geht's los. Also, können wir gucken, wie viele wir gleich noch sind. Frage, wie heißt die Map? Polos. So, jetzt eine gute Runde bitte. Ja. Könnte Mar verkaufen? Ja, Also, bitte. grün und schwarz sind tot. Ich habe das an den Lifelines gesehen. An den was? Und ich an den Lifelines. Du Das kannst gibt's halt so mit sehen, der wer Map tot so ist. gar nicht. Genau, Ich du komme mit der App kannst gar nicht klar, ne? Also mit der Map. ja. Ja, muss man wahrscheinlich ein paar Mal gespielt haben. Ja, ich war auch erstmal bei der Also da ist Schlüsselkarte so ein. Task oben komplett lost. Ich bin Da nicht. Keine Ahnung, wie ich laufen gibt's halt soll. so ein. Da gibt's halt so einen Monitor, wo du halt siehst, ob jemand lebt oder ob jemand halt tot ist. Und da habe ich Ja. halt gesehen, dass Carsten und Trendy Andy kaputt, sag ich schon, tot sind. Und Weißt du, wie ich. lange? Andy ist auch schon ganz schön kaputt, das stimmt. Weißt du, wie lange? Nee, aber Carsten kann eigentlich nicht ganz so lange tot sein, weil ich mit ihm rumgelaufen bin und dann habe ich ihn verloren. Wo denn? Ja. In der Dekon oben unterm Lab, unter dem Medbay-Scan. Ja, stimmt. Also ich Unterm war halt Lab auch mit da Basecamp. reingelaufen und waren halt eben Vicky und Carsten da, aber Carsten ist nicht mit reingelaufen. Nee, genau, Also Carsten ist nämlich daraus gesteppt. ich war auch oben rechts bei dem MedBay-Scan mit, ich glaube, Vicky. Und Ich ja, auch wir haben da. uns da gesehen. Ja, und du bist dann wieder raus, da weggelaufen, ne? Als ich da Genau, ich reinkam, ist bin der dann Robin wieder raus. rausgelaufen. Bei MedBay. Ja. Ja, du standest da, Nick stand da zwischendurch rum. Ja, meine Frage ist mal, wie man diese Aufgabe da an diesem Teleskop macht. Du musst das Du musst so Planeten suchen, so schieben und dann musst du den Genau. Planeten suchen, der da abgebildet ist. Ja, und das piept auch Ah, komisch, okay. wenn du Na da gut. in der Nähe bist oder wenn du den da hast. Ich auch gerade. Ja, ich habe schon ein paar Planeten gefunden, aber anscheinend nicht den, der da abgebildet ist. Ja, Ja, okay. genau, du musst den finden, der Ja. da unten bei dir auf der Karte ist. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt geliebt, weil ich keinen Bock habe, nochmal Tasks zu machen. Einfach wirklich nur Nein, nein, Tasks gemacht. alles gut, Carsten. Ne? Ich wollte auch sagen, Vicky, Alter, ich habe dich so verarscht. Und so, du verfolgst dich Ja, so. Leute mit dir laufen und du gehst einfach weg und dann bist du gestorben. Selber schuld. Ja, stimmt auch, ey. Ach, das war lustig.
Okay, jetzt haben die anderen natürlich eine Info, die eigentlich nicht sein sollte. Moin. So. Mahlzeit. Wirklich, ich hab Marv erwischt, wie der Rot gekillt hat. Wann? Und wo? Was? Wo denn? Ja, unter. Das war, glaube ich, unter React Size oder diesen Reactor da, was das war oben. Bist du sicher, dass es kein Safe Report ist? Mhm. Ich hab gesehen, wie du da von oben kamst. Dann bin ich zuerst, wollte ich da hinlaufen, bin ich in den Raum reingegangen. Mhm. Dann konnte man da aber nicht durch, weil da anscheinend keine Tür war. Bin ich da rausgegangen aus dem Raum. Mhm. Bin da dann hoch. Okay. Was habt ihr jetzt alles gewotet? Ich habe jetzt Marv gewotet, weil Henrik hat einfach, wenn er sich sicher ist, dann hat er auch diese Überzeugung und dieses Selbstbewusstsein in der Stimme. Ja, gut. Ich war gerade mit Henrik, nee, warte, mit Bobinho. Ich habe die extra, ja. Ich habe dich geprüft, ob du die, ob du nochmal zu dem Teleskop läufst und das machst. Ja, und bin ich, ne? Bobinho ist safe für mich. Ja, Itzo ist danach auch auf den Scanner gegangen. Ich glaube, Itzo ist es auch. Ja, das muss ich nochmal machen. Also der war jetzt abgebrochen bei dir. Ja, okay. So früh gemacht. Ja, dann laufen wir zusammen. Hascher ist es. Was? Hä? Ah, ja. Zusammenlaufen ist immer doof. Es ist lila, Itzo, gerade jemand frisch gekillt. Ich habe reported, wie du jemanden gekillt hast. Als ob du reported hast von mir, what the fuck? Ja. Also es ist jetzt meine Hand zu verlegen, alles gut. Tatsächlich glaube ich auch, dass Itzo es ist. Itzo, ich habe gerade noch in der Runde davor gesagt, Itzo, wir laufen zusammen rum. Itzo ist ein bisschen vor mir abgehauen und Itzo ist, glaube ich, auch nur mit mir zum Raumschiff gelaufen, um sich ein Alibi zu holen. Nein, das ist doch Blödsinn. Seems legit. Blau ist gerade in meiner Nähe gewesen und da war Itzo auch, also. Ja. Der Körper ist gerade so am Boden gefallen. Nick steht ja vor mir, also wir sind auf jeden Fall beieinander. Also Nick kann es mindestens genauso gut sein wie ich. Das macht doch gar keinen Sinn. Nick ist auf jeden Fall auch da, sagt er ja selber. Richtig, ja. Und Nick hat vor mir getötet. Nein, andersrum. Wobinho, ich bin mit dir rumgelaufen. Du bist nicht mit mir rumgelaufen, du bist in den Raum reingekommen. Itzo, warum sagst du jetzt gerade, er hat vor mir getötet, wenn du gerade noch gesagt hast, er kann es genauso gut auch sein? Das eine ist die Sichtweise für euch, weil wir auf jeden Fall nebeneinander stehen. Er kann es auf jeden Fall auch gewesen sein. Und das andere ist, ich habe natürlich gesehen, dass er es gemacht hat. Henrik, was sagst du? Wobinho, warte mal eben.
Wir sind ja die ganze Zeit rumgelaufen. Ich habe extra sogar noch gewartet, dass du mir nachkommst bei Admin. Alibi. Ich bin extra nochmal rausgekommen und habe geguckt, wo kommst du jetzt? Warum und dann ging irgendwo die Tür zu bei mir. Und dann war ich in Admin gefangen. Und dann kam Nick und Dingens, der gestorben ist. Also du bist reingegangen, hast die Tür zugemacht und hast dann aus Versehen den Kollegen verloren. Zugemacht. Ja, natürlich. Nein, ich schwöre. Henrik, wen wählen wir? Ja, also für mich ist es ganz klar. Henrik, du bist dumm oder so. Also es ist Nick. Oh, ja, das war mal gar nichts. Ja, ich habe Itzo gewählt. Ja, ach, ihr seid doof. Ihr seid doof. Jetzt jawohl, ich wusste, dass es Itzo ist. Ja. Ich habe die ganze Zeit geredet, was soll denn das? Das Ding ist, Itzo ist immer so auffällig, wenn der Imposter ist und der andere Imposter gewählt wird und er so war, ja, wen habt ihr denn jetzt gewählt? So. Ja, genau, so ein, ja. Okay. Das Ding ist, ich hatte erst mal das Haus auf Hendrik, weil er mir die ganze Zeit so nachgelaufen ist. Ich so, bitte bring mich nicht um, Als Imposter fragt Itzo auch immer noch mal so penetrant nach, wo denn die Leiche liegt. Aber das mache ich auch als normaler, glaube ich. Ja, okay, das stimmt.